Heute rede ich über meine Base. Ja, warum? Weil viele Leute das angefragt haben, also im Livestream oder auf YouTube. Viele wollten wissen, wie meine Base funktioniert. Das ist jetzt nicht meine Base, sondern das hier. Und die häufigste Frage war, warum ich keine Wände habe. Das hat alles seinen Grund und darauf möchte ich auch eingehen. Und ich möchte euch zeigen, warum meine Base so aussieht. Und was das Besondere an dieser Base ist. Ich hatte zwar schon ein Video darüber vor einigen Monaten veröffentlicht, das war aber auf Englisch. Da ich jetzt nicht mehr englischsprachige Videos hochlade, möchte ich das nochmal nachholen und diese Base euch erklären. Wichtig ist hierbei, dass das Terminal im Zentrum der Produktionsstadt platziert ist. So könnt ihr nämlich schnell auf alle möglichen Werkbänke, ne, die Küche sogar hier, Kühlschränke und auch auf euer Lager zugreifen. Das hat den Vorteil, dass ihr absolut keine Zeit verliert. Denn Effizienz steht im Vordergrund. Das ist aber noch nicht alles. Ich habe auch einen Garten angefertigt und wie ihr sehen könnt, sind das 24 Pflanzenkästen, nur eine Bewässerungsanlage und ein Botaniklicht reicht vollkommen aus, um dieses Garten in Betrieb zu nehmen. Und davon habe ich auch 3 Stück gemacht. Wie das funktioniert, das zeige ich euch auch gleich. Zudem habe ich auch meine Deviants hier und ihr werdet feststellen, dass da irgendwie nichts um die Deviants ist. Also keine Spielzeuge, keine Öfen, keine Schränke, ne, absolut gar nichts. Aber trotzdem funktionieren sie wunderbar. Ne, wie ihr sehen könnt, hohe Temperatur, grünes Licht, Elektrizität, alles ist vorhanden. Auch Blumen, Ernte, alles ist tippitopp. Also die funktionieren. Aber wie funktioniert das jetzt? Warum? Ja, das ist ganz einfach. Das hat auch wieder was mit meiner Base zu tun. Wie ihr sehen könnt, habe ich einfach die Sachen oben hingestellt. Also Radio, Ofen, Blumen, ein Pflanzenkasten, Spielzeug. Alles ist oben und ich brauche auch nicht so viele. Eine Blume reicht aus, ein Pflanzenkasten reicht aus. Radio, Ofen, das reicht alles aus. Um wie alle glücklich zu machen. Ja, Effizienz, Produktivität. Steht ja im Vordergrund. Also durch diesen Baustil funktioniert das wunderbar. Ja, warum Terminal in der Mitte und die Werkbänke um das Terminal herum? Das ist ganz einfach, zeige ich euch auch. Das Terminal ist in der Mitte, im Zentrum der Produktionsanlage. Denn wenn ich zu meiner Base teleportiere, geschieht dann das, dass ich genau sofort mit dem Arbeiten anfangen kann. Das heißt, ich kann nach einer reichen Ausbeute einfach die Sachen hier in der Demontagebank zerstören und sie dann später einlagern. Und sollte ich etwas brauchen, dann kann ich das auch sofort craften und ich verliere keine Zeit mit hin und her laufen. Und das Gute ist, das kannst du von Anfang an schon so machen. Ja, wenn du zum Beispiel mit dem Spiel beginnst, hast du natürlich nicht so viele Möglichkeiten. Du hast diesen Nachschubwerkbank hier. Ich stelle dir einfach mal hin, um dir das zu sagen, zeigen, die einfachsten Sachen. So beginnst du ja normalerweise. Ne, du hast die einfachen Sachen. Aber das Gute ist, du brauchst deine Base jetzt nicht verändern großartig, sondern kannst einfach nur das alte abbauen und die weiterentwickelte hinstellen. Das kannst du so mit allen Bänken hier tun und du verlierst absolut keine Zeit, kannst sofort mit der nächsten Produktion anfangen. Das ist aber noch nicht alles. Das Beste ist auch, weil es eben dieser Baustil ist, du kannst das erweitern. Also nicht nur in der Länge, sondern auch in der Höhe. Je nachdem, was du baust, kannst du einfach neue Platten hinzufügen. Wichtig ist, dass du darauf achtest, dass das Terminal im Zentrum deines Territoriums sich befindet. Dadurch hast du natürlich noch mehr Möglichkeiten, deine Base auszubauen. Also sprich nicht nur in der Länge, sondern auch in der Höhe. Und warum habe ich hier jetzt kein Dach? Also nicht nur Wände, sondern auch kein Dach. Also die Wände habe ich nicht, damit ich einen besseren Überblick habe. Und hier habe ich kein Dach, weil ich eben, später kannst du einen Energy Drink produzieren, den Sternstaub Energy Drink. Und dadurch erlangst du die Fähigkeit Doppelsprung. Das heißt also, wenn ich in die zweite Etage will, verzichte ich auf Treppen, Leiter oder sonst irgendwas. Sondern ich springe einfach und das war's. Dadurch bin ich schnell wieder unten. Und ich kann hin, wo ich nicht will. Und zwar in kürzester Zeit. Ich habe hier auch eine Wasseranlage aufgebaut, die sehr simpel ist. Ich habe hier einige Pumpen. Die müssen natürlich hochgestellt werden. Das habe ich ja in meinem anderen Video erwähnt, in meinem Guide-Video. Da habe ich die Wassertanks auch so angeordnet, dass die keinen Platz nehmen.
Ja, wie du ja sehen kannst hier, Wassertanks genau in dem Kreis. Osmosisfilter ist genau hier. Eine reicht schon. Und ich habe sogar eine Raffinerie in der Mitte. Und Brauchfass ist auch hier. Die kannst du dann alle auch miteinander verbinden durch Rohre, wie du ja sehen kannst. Und es funktioniert wunderbar. Perfektes System. Kommen wir zum Garten. Das muss ich natürlich was erklären. Das ist nicht einfach gewesen. Also dazu gehört schon etwas. Das muss ich euch zeigen. Am besten zeige ich euch das hier auf dieser Fläche. Aber dazu erstmal später. Erstmal möchte ich euch meine gesamte Base zeigen. Wie ihr sehen könnt, habe ich alles so angeordnet, dass es nicht nur übersichtlich ist, sondern auch farblich sich voneinander unterscheidet. Deswegen ist es auch wichtig, dass die mittleren Plattformen sich von den äußeren Plattformen unterscheiden. Da habt ihr einen besseren Überblick. Und das zeige ich euch hier, indem ich hier ein Sightseeing mache. Ne, auch die Dächer sind offen, da kann ich sehen, wo was ist und habe einen gesamten Überblick und kann auch Sachen schnell finden. Ach so, falls ihr euch fragt, was das hier ist, ja, ich habe mir mal ein kleines Büro gegönnt. Da sind dann meine persönlichen Sachen, aber auch nur das Notwendigste. Zum Beispiel der Designer-Schreibtisch oder die Wünschmaschine, das Bett. Die habe ich dann alle hier hingestellt. Meine persönlichen Kisten, in denen wertvolle Sachen drin sind. Meine Ausrüstung, meine Waffen sind alle hier. Ich habe jetzt großartig auf Schnickschnack verzichtet, also auf Luxus oder Schönheit. Das ist auch nicht so wichtig. Warum? Weil die Saison eben 6 Wochen dauert. Hier muss man schnell sein, effizient sein, produktiv sein. Man muss schnell arbeiten. Man braucht die Sachen griffbereit. Und wenn man etwas haben will, dann muss man die schnell kräften. Und dann weiter geht's. Also jagen, Verliese, Bosse oder was auch immer. Für euer schönes Zuhause habt ihr natürlich alternativ Eternal Land. Da ist es natürlich, da könnt ihr euch Zeit lassen. Ihr habt da eine ganze Insel zur Verfügung. Das heißt, wenn ihr etwas Schönes aufbauen wollt, dann könnt ihr das hier machen. Doch auf dem Server, da habe ich es vorgezogen, halt effektiv zu arbeiten. Hier hast du eine gesamte Insel, wie du sehen kannst. Hier, das gehört dir und du kannst hier alles bauen, überall bauen, wo du willst. Und hier kannst du auch dein schönes Zuhause machen, weil das bleibt dann. Das geht dann nicht weg. Wenn eine Saison zu Ende geht, ist das ja so, dass du erstmal dein Haus abspeichern musst. Das kannst du dann hier unter Gebäudepläne machen. Du kannst einfach einen Plan hinzufügen. Ja, und alles abspeichern oder ein Gebäude speichern, wie du möchtest. Und wenn dann eine neue Saison beginnt, dann kannst du den Bauplan dazu nutzen, um dein Haus auf dem Server, also auf dem saisonalen Server, wieder aufzubauen. Letztendlich wird der saisonale Server resettet und daher war hier für mich im Vordergrund eben Effizienz und Produktivität. Ich muss schnell arbeiten, auf alles schnell zugreifen. Wenn ich zu meiner Base teleportiere, möchte ich auch sofort hier die Sachen, die ich da gesammelt habe, demontieren und auch einlagern und zwar ohne Zeit zu verlieren. Ja, wie du sehen kannst, habe ich jetzt hier eingerichtet die ganzen Kisten. Zack, ich kann dann hier einfach Sachen einlagern ganz schnell und ich habe auch meine Materialien hier. Und da brauche ich dann einfach die da reintun und ich verliere absolut keine Zeit, arbeite effizient und das ist auch wichtig, weil du halt alles schnell beschaffen musst, da du nicht so viel Zeit hast. Die 6 Wochen gehen schnell vorbei. Und das Wichtigste ist, du kannst dich auf andere Dinge konzentrieren. Und für die wichtigen Sachen habe ich spezielle Kisten, da komme ich dann nicht durcheinander. Und nur auf diese habe ich Zugriff. Wenn ich jetzt mit Freunden etwas teile, kann es leicht passieren, dass ich dann durcheinander komme und dann plötzlich sind die wichtigen Sachen weg. Also die Wege sind kurz und die Anlagen sind platzsparend platziert. Aber kommen wir erstmal zum Garten. Das hat viele interessiert, wie ich es geschafft habe, 24 Pflanzenkasten zu bewässern mit nur einer Bewässerungsanlage und mit einem Botaniklicht. Ja, das ist etwas kompliziert. Ich zeige euch das. Wir fangen hier einfach mal an. Was du erst machen musst, du musst einen Karton platzieren. Und zwar genau in der Mitte deiner Hive-Platte. Ich nenne diese Platten Hive-Platten. Ich habe mich da von den Bienen inspirieren lassen. Das sind ja bekanntlich die besten Arbeiter der Welt. Und die verwenden das. Das nennt sich auf Englisch Hive, deswegen auch Beehive System, also Bienenstocksystem. Dazu hatte ich ja schon ein Video veröffentlicht auf meinem YouTube-Kanal, allerdings war der halt auf Englisch. Jetzt aber auf Deutsch und auch ein bisschen detaillierter und genauer.
So, die Bewässerungsanlage, die automatische, platzieren wir auf das Karton hier. Wir versuchen das so mittig wie möglich zu machen. Ich habe das deswegen auch farblich voneinander unterschieden, damit ich da nicht durcheinander komme. So, das wäre das Erste. Das Zweite wäre dann natürlich, wir brauchen die Pflanzenkasten. Ich habe die Platten jetzt geändert, weil das hier jetzt besser zu sehen ist. Karton habe ich in der Mitte, genau in der Mitte platziert und auch die Bewässerungsanlage. Was wir jetzt brauchen, sind die Pflanzenkasten. Die stellen wir jetzt so hin. Du kannst dich an dem Dreieck da orientieren, versuch das so nah wie möglich hinzustellen. Das ist jetzt der Anfang ist sehr wichtig. Ja, wir müssen da genau drumherum und zwar gekonnt und auch genau die um die Bewässerungsanlage platzieren. Da ist jeder Millimeter wichtig. Lass dir also Zeit. So, wenn du es richtig gemacht hast, dann müsste das so aussehen. Wie du ja sehen kannst, es befindet sich genau im Zentrum der Hive-Platte und du kannst dir dabei wirklich Zeit lassen. Sollte irgendwas schief sein, dann korrigier es. Es muss so aussehen. Und um diese Pflanzenkasten baust dann wieder weitere Pflanzenkasten einfach im Kreis. So, das letzte Stück. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt um die herum im Kreis weitere Pflanzenkasten hingestellt und dann hätten wir unsere 24er Platte. Das war es aber jetzt noch nicht. Jetzt kommt das eigentlich komplizierte Teil. Wir müssen das Botaniklicht anbringen. Wie wir das machen, ist ganz einfach. Zwar habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich das herausgefunden habe, aber ich werde es euch hier sofort zeigen können. Wir stellen erstmal Säulen auf. Am besten zwei Säulen übereinander und zwar an jeder Ecke. Du fängst aber dann so an, dass du zum Beispiel an der Säule, an der ersten Säule eine Platte einbringst, so eine Dreiecksplatte anbringst. Die muss genau mit dem anderen übereinstimmen. Wie du das sehen kannst, hier ist das Problem, klappt nicht immer. Das musst du jetzt so lange ausprobieren, bis du die beiden Säulen miteinander verbinden kannst. Du brauchst also den richtigen Winkel. Du kannst aber als Hilfestellung, also im Baumenü, einfach deinen Flugmodus aktivieren und wenn du es dann schaffst, diese beiden Säulen miteinander zu verbringen, hast du die größte Schwierigkeit erstmal hinter dir. Der Rest ist einfach. Du verbindest dann alle Säulen miteinander. Genau so. Das muss gemacht werden. Das hat auch seinen Grund, sonst funktioniert alles nicht. So, wie du sehen kannst, haben wir das meiste geschafft. Das war aber noch nicht alles. Weil diese Platte, die bringt uns eigentlich wenig. Die ist sogar hinderlich. Aber die brauchen wir, um die andere Platte aufzubauen. Hier, wie du sehen kannst, im Flight-Modus geht das eigentlich super einfach. So, das hätten wir schon mal. Ich zeige euch jetzt das Ganze, werde zwischendurch kommentieren. So, das meiste wäre geschafft. Und hier können wir dann auch die Mitte zumachen. Perfekt. Was wir jetzt nicht brauchen, ist das hier. Das können wir dann kaputt machen, um eben Platz zu sparen. Denn du musst ja wissen, du hast nur eine bestimmte Menge an Konstruktionen zur Verfügung. Wenn dein Territorium erweitert ist, hast du maximal 700. Und die wollen wir natürlich optimal nutzen. So, fast sind wir fertig. Hast du ja gesehen. Wenn du das auf diese Weise machst, kannst du dann auch die obere Dachplatte so anfertigen und was du jetzt noch brauchst, ist das Botaniklicht. Die platzieren wir genau in der Mitte hier. Ja, deswegen ist das Hive-System so perfekt. Und wenn das dann Licht einschaltet, werden alle Platten beleuchtet. Wie du ja sehen kannst. Ja, da werden alle Platten beleuchtet. Und weil du sie halt millimetergenau hinplatziert hast, ohne dass dazwischen Lücken sind, wird hier bis zum äußersten Rand das Licht alles beleuchten. Siehst du ja hier. Und die Bewässerungsanlage, die befeuchten dann auch alle Pflanzenkasten. Das System ist simpel, aber effektiv. Denn das steht ja im Vordergrund. Ich mache das nun so, dass ich die Hive-Platten in der Mitte immer farblich unterscheide, indem ich da halt ein anderes Muster wähle oder eine andere Platte wähle. Siehst du ja. Und diese Bauweise ist immens effektiv. Im Grunde war es das auch schon. Ich hoffe, ihr fand das nützlich und hilfreich und euch hat das Video gefallen. Jetzt haben mich auch schon mehrere Leute gefragt wegen einem Bildvideo, ob ich nicht eine vorhabe hochzuladen. Ich benutze seit längerem schon Verbrennung. Verbrennung ist halt so mein Favorit. Cranke ist die
Waffe, die ich ja auch schon in den Betas gespielt habe. Und da habe ich auch einige Solo-Runs mitgemacht. Die könnt ihr dann gerne abchecken auf meinem Kanal. Insbesondere das Forschungslabor Lea Research Lab. Da zeige ich auch das Bild am Ende. Es hat sich einiges geändert, also es ist nicht mehr aktuell. Einige Sachen sind, was Mods angeht und auch Gear, Ausrüstung wie die Gasmaske, die wurden dann stark verändert. Also wäre ein Update nicht schlecht. Das werde ich dann so handhaben, dass ich dann, wenn das Forschungslabor in der vierten Phase dann verfügbar freigeschaltet ist, werde ich das nochmal alleine durchrennen und am Ende des Videos zeige ich dann immer mein Bild. Also so mache ich das immer. Ich mache kein separates Bildvideo, sondern ich mache einige Solo-Runs und am Ende zeige ich dann immer mein Bild. Ja, ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Danke, dass ihr zugesehen habt und wenn ihr was einkaufen wollt, ne, ich bin auf dem Server 001, nein, Scherz. Ja, danke fürs Zusehen. Bis dann.